Hallo und herzlich willkommen hier bei der A&M. Mein Name ist Alexander Thieme und heute reden wir mal über das Thema Terminbestätigungen. Wozu ist das sinnvoll? Warum sollte man das machen? Und ja, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ja, eine Terminbestätigung ist im Grunde immer simpel gesagt eine Bestätigung von einem Termin. Wo macht das Sinn? Das macht definitiv Sinn, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Vortermin mit dem Kunden planen, bei Ihnen im Studio in der Ausstellung oder auch bei dem Kunden einen Aufmaßtermin planen oder bei dem Kunden nochmal einen Zweitermin irgendwie für eine Besichtigung oder sowas planen. Je nachdem, was Sie halt planen, immer wenn Menschen dabei sind, wenn irgendwo Zugang beschafft werden muss und wenn Zeit eingeplant wird, macht das Sinn. Na, und bei so einer Planung plant man normalerweise 1 bis 2 Stunden auch ein oder gerne auch 3 bis 4 Stunden, je nachdem wie umfangreich die wird. Auf jeden Fall ist es ein gewisser Zeitblock und wenn der Kunde dann zum Beispiel nicht erscheint, ist das ärgerlich. Viele sagen mir jetzt, ja, aber mir erscheinen eh alle Kunden. Das kann auch gut sein. Na? Ich empfehle trotzdem, eine Terminbestätigung zu machen, weil es einfach massiv professionell wirkt und wie sehr, sehr guter Service, was es auch ist. Es ist auch gar nicht so schwierig. Im Endeffekt, wie sowas abläuft, ist relativ einfach. Am Tag vorher, bevor der Termin stattfindet, rufen Sie nachmittags einfach mal den Kunden an. Hallo Herr Müller, hier ist der Herr Becker von zum Beispiel von der A&M. Ne? Wir haben ja morgen einen Termin zu einem Aufmaß von Ihrer Küche. Richtig? Ja, genau, perfekt. Ich will nur mal sicherstellen, dass Sie ja wirklich verfügbar sind, ne? Dass Sie wirklich da sind. Termin ist ja von der und der Uhrzeit bis da und da. Und wichtig, Sie müssen das und das mitbringen, wenn er was mitbringen muss, dass er einfach nochmal informiert ist. Haben Sie das alles auf dem Schirm? Ja, habe ich. Sehr gut. Okay, perfekt. Dann freuen wir uns, dass wir morgen uns da sehen. Haben Sie vielleicht noch eine Notfallnummer für mich, damit ich Sie kontaktieren kann, wenn irgendwas bei uns oder bei Ihnen dazwischen kommt? Ja. Dann nochmal eine Nummer organisieren, vielleicht eine Handynummer oder so, wenn Sie die noch nicht haben, damit Sie einfach, wenn irgendwas passiert, wirklich auch einen Kontakt haben. Auch das wirkt sehr professionell und vorausschauend. Wie gesagt, selbst wenn die Kunden eh alle da sind, macht das Sinn. Einfach, weil es den Prozess professioneller wirken lässt und am Ende auch natürlich zu mehr Bewertungen und Empfehlungen führt, was natürlich auch sinnvoll ist. Ja. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass man das jetzt natürlich teilweise sogar automatisieren kann. Was wir zum Beispiel empfehlen, ist dem Kunden einen Tag vorher eine Mail zu schicken oder eine SMS zu schicken oder gerne auch beides. Ist beides in Zukunft mit der A&M Contact Cloud auch abbildbar, dass Sie da Ihre Termine einbuchen und dann einen Tag vorher wirklich die Kunden eine E-Mail, wo man sagt, hallo Herr Müller, hier nochmal der Herr Brauer von Terrassendesign und wir haben morgen ja einen Termin. Ich wollte nur mal daran erinnern, dass für den Termin müssen Sie eigentlich gar nichts mitbringen, außer zum Beispiel Ihre Frau, wenn die halt dabei sein soll. Und wir werden um so und so viel Uhr das Ganze starten. Es wird ungefähr so und so lange dauern. Seien Sie bitte dann an der Adresse. Und wenn es Probleme gibt, irgendwelche Dinge, die dazwischen kommen, bitte bei der Nummer melden. Na? Auch dann, wie gesagt, guter Service. Wenn er jetzt einen Anruf bekommt, nochmal eine kurze Mail bekommt, eine SMS bekommt, kann man gucken, kann man vielleicht eins schon weglassen, weil es wird sonst zu viel. Aber 2 Dinge davon kann man durchaus schon machen. Wenn man die bei den Anrufen nicht erreicht, kann man die Mail und SMS ja auch raussenden. Na? Wie gesagt, sowas automatisierbar abbildbar mit der A&M Contact Cloud in Zukunft. Da wird es definitiv gehen. Und ansonsten würde ich erstmal sagen, nutzen Sie das gerne, weil das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, nochmal einen Zacken draufzulegen beim Service, ohne viel Aufwand, weil am Ende kostet es tatsächlich alle Kunden vom nächsten Tag anzurufen, 10 Minuten jeden Tag. Dafür haben Sie aber noch eine bessere Serviceleistung für den Kunden, die den Kunden nichts kostet, die Sie nur marginal Zeit kostet und am Ende einfach zu einem besseren Kundenerlebnis führt. Und das ist, wie wir wissen, heute das, was wirklich unterscheidet noch, der Service. Produkte sind vergleichbar, Preise sowieso, überall Rabatte. Der Service ist, was wirklich einen Unterschied macht. Damit erstmal eine gute Zeit und viele Grüße von der A&M.